diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Luftfedermoduls an der Vorderachse des Mercedes-Benz S-Klasse Typ W220. Bei Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Die Luftfedermodule sind nach Einbauanleitung zu kontrollieren. Im ersten Schritt ist das neue Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Die Sicherung vom Steuergerät ist zu entfernen. Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der linken Seite. Vor dem Ausbau der Luftfeder ist die Fahrzeughöhenlage zu messen. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls ist die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante zu messen und zu notieren. Das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrollieren, dabei besonders auf die Achslagerung achten. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und die Räder demontiert. Die elektrischen Steckverbindungen des Federbeins sind vorsichtig zu trennen. Die beiden unteren Halteschrauben aus dem Luftfedermodul entfernen. Der Kugelkopf wird mit einem geeigneten Abzieher vom oberen Querlenker getrennt. Die Mutter ist nicht wieder verwendbar. Nach dem Trennen des oberen Kugelkopfes kann der Achsschenkel weggeklappt werden. Nun kann das Luftfedermodul vom Kugelkopf des unteren Querlenkers getrennt werden. Das Gestänge des Höhenstandsensors mit geeignetem Werkzeug demontieren. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Im nächsten Schritt wird die Druckluftleitung am Federbein mit geeignetem Werkzeug vorsichtig gelöst, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrzunehmen ist. Mit dem Lösen und Entfernen der Muttern am Federbeindom ist das Luftfedermodul fertig zum Entnehmen. Achtung, sichern Sie das Federbein. Das Federbein kann nun entnommen werden. Der Sicherheitsaufkleber ist erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen. Im nächsten Schritt wird das neue Luftfedermodul eingesetzt und mit neuen selbstsichernden Muttern am Federbeindom verschraubt.
Nach dem Entfernen der weißen Verschlusskappe den neuen O-Ring entnehmen und auf dem fahrzeugeigenen Druckluftanschluss montieren. Es ist darauf zu achten, den neuen O-Ring nicht zu beschädigen. Das Federbein am Kugelgelenk des unteren Querlenkers einsetzen und mit neuen Schrauben fixieren. Achtung, es ist auf den richtigen Sitz zu achten. Die Halteschrauben laut Herstellerangabe festziehen. Den Kugelkopf des oberen Querlenkers im Radträger montieren. Achtung, es ist eine neue selbstsichernde Mutter zu verwenden. Die elektrischen Stecker des Federbeins am Fahrzeug anschließen. Achten Sie dabei auf die richtige Verlegung der Kabel. Das Gestänge des Höhenstandsensors ist zu verschrauben. Die Halteschrauben des Federbeins am Kugelgelenk des unteren Querlenkers laut Herstellervorgabe festziehen. Nach erfolgtem Einbau des Luftfedermoduls werden die Räder fachgerecht montiert. Anzugsmomente des Herstellers sind zu beachten. Achtung, das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Das Fahrzeug darf nur bis zum Bodenkontakt abgelassen werden. Anschließend die Hebeeinrichtung weiter ablassen, bis das Fahrzeug auf 400 mm steht. Im nächsten Arbeitsschritt muss die Sicherung des Steuergerätes eingesetzt werden. Das Fahrzeug starten und mindestens 2 Minuten warten. Anschließend die Anhebefunktion der Bordelektronik betätigen. Im Cockpit erscheint die Meldung, Fahrzeug hebt an. Nachdem der Anhebevorgang abgeschlossen ist, ist der Druckluftanschluss auf Dichtheit zu prüfen. Nach Arbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Bilstein. Drive the Legend.